Siebrads Quell wird alle 2 Jahre millimetergenau vermossen. Der Vergleich zeigt uns, welche Stelle wie schnell und wie weit geht. Hier sehen wir zum Beispiel die Kirche, das ist gelb gezeichnet und heißt, in 2 Jahren bewegt sich die Kirche bis zu 3 cm. Wenn wir hier durchs Fernrohr schauen, dann sehen wir den Standpunkt der alten Kapelle. Wenn wir das Fernrohr so drehen, nach der Rutschung 99 stand die Kapelle da unten. Grüß Gott in der bewegten Natur, Siebrads Quell und bei der Geherrunde Ringberg. Mein Name ist Konrad Stadelmann, ich war 5 Jahre Bürgermeister im Ort und ich betreue jetzt als Gemeinderat die Infrastruktur und die Geologie unserer Gemeinde. Hier im Fernseher sehen wir einen Film von der Großrutschung 99, was geschehen ist. Der Film ist zusammengesetzt aus einzelnen Fotos, wo man jeden Tag gemacht hat, und wir haben einen Film daraus gemacht. Bei der Großrutschung Rindberg bewegte sich die Erde unterschiedlich schnell. Das heißt, dieses Haus hat sich 18 Meter bewegt, die alte Rindbergkapelle 180 Meter, einzelne Häuser bis zu 40 Meter und die größte Bewegung eines Gebäudes war zu 140 Meter. Die Rindbergkapelle haben wir 2-3 Jahre gestritten, wo wir die aufstellen. Schlussendlich an der Stelle, diese Stelle hat sich 38 Meter bewegt. Die Kapelle kann was, sie kann baulich was. Die Kapelle hat 2 Bodenplatten, hier siehst du das. Falls sie schräg wird, kann man sie gerade stellen. Die Großrutschung Rindberg begann beim Feuerstädter oben. Durch die massiven Hangbewegungen gab es natürlich in der großen Fläche einzelne Gebiete, wo sich schneller bewegt haben. Die Geherrunde ist ein Projekt der Gemeinde Siebrads Quell und des Vereins Bewegte Natur Siebrads Quell. Filbers Haus wird von einer Privatperson der Gemeinde und dem Verein zur Verfügung gestellt und ist ein begehbares Vorzeigeobjekt. Filbers Haus ist ein Beispiel, wie wir heute bauen. Es funktioniert. Dass es schräg steht, ist eigentlich nicht die Sache des Hauses, sondern das ist die Sache der Erdbewegung und der Gleitschicht, auf welcher es wandert. Funktionieren tut die ganze Sache natürlich nur dann, wenn wir respektieren, dass die Natur stärker ist als wir.